Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, zum zweiten Mal. Da könnt ihr noch abklatschen. Dankeschön. Jetzt schon. Danke. So, beim Schlag. Danke. Ganz viel Spaß. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Euer Applaus. Und ihr könnt euch gerne hinsetzen. Gerne, gerne. Und damit spielen wir den zweiten Durchgang heute vom Quizduell an diesem Freitag. Und jetzt stellen wir euch nochmal richtig offiziell vor. Er ist tatsächlich zum zweiten Mal da. Hat beim ersten Mal sehr, sehr gut mitgespielt. Herzlich willkommen, guten Abend. Hier sind Sophia Thomalla und Jörn Schlümpfogt. Und auch gegenüber sitzt natürlich ein frischer Kandidat für Team Deutschland am Start. Thomas Weidekötter, 54 aus Unna. Ach, siehst du, das hat Jörn mir verheimlicht, dass er schon mal hier war. Er war schon mal da. Ja, ich war schon mal hier, aber das ist kein Vorteil, eher ein Nachteil. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, ich habe Angst. Ja, ja, aber du bist aber trotzdem wiedergekommen. Aber dann müssen wir ja keinen Münzenwerfen mehr machen zu dem Finale. Dann weiß ich ja schon, dass er das macht. Wir lassen doch einfach er das als guter Gentleman. Jetzt würde er dich mal gucken, wie es läuft. Hast du beim letzten Mal, du warst beim Quiz Olymp, glaube ich, da, ne? Mit Christine Neubauer. Ja. Die hat dann das Finale gemacht. Ja. Also hast du noch nie das Finale gemacht? Siehst du? Ja, das ist heute das erste Mal. Kann ich schon buzzern? Nee, noch nicht. Aber du hast es auch noch nicht gemacht. Ich bin ja auch das erste Mal hier. Ich komme ja dann beim zweiten Mal und dann spiele ich das Finale. Gut. Genau. Wir müssen sagen, Thomas hat keine Wahl, er muss das Finale spielen. Thomas, ganz kurz, was machst du beruflich? Ich arbeite in einer Werbeagentur. Sehr kurzweiliger Job, sehr abwechslungsreich. Also bist du für Kampagnen zuständig? Kommunikation. Ja. Okay, hast du da viel Zeit zum Quizzen? Man wird sehen. Okay, gut. Er ist tatsächlich ein sehr guter Quizzer. Es gibt ja Ranglisten im Quizzen, also gerade auch was das Quizduell angeht. Welche ist deine aktuelle Position? Aktuell 49. Oh. Ui, ui, ui. Ja. Das Beste war mal 36, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. 35, es wird mir heute nicht helfen, befürchte ich. Und da muss man sagen, wenn du dann einmal eine Woche aussetzt, wirst du gleich durchgereicht. Du musst wirklich jeden Tag spielen, um so weiter oben mitzuspielen. Gut, dann schauen wir doch einfach mal. Ihr wählt zunächst, das ist noch nicht so schwer, die Kategorie. Das kriegen wir. Dann kann man kaum was falsch machen. Kinofilme, Adel und Musik und Hits. Was nehmen wir? Oh je. Was nehmen wir? Oh je. Ich hab von Filmen keine Ahnung. Ich hab von Filmen, Film ist auch nicht tatsächlich, Adel, ich bin ja, ich hab ja, also bei Adel. Ganz da bin ich, da bin ich Legastheniker. Gut. Okay, mach Musik und Hits. Komm, mach mal Musik und Hits. Gut, Musik und Hits. Okay. Was hättest du genommen? Auch. Auch? Hast du, schlecht. Was ist so deine Musik? Ach, ich höre eigentlich fast alles, von moderner Musik bis natürlich zu der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, so ab 70er, 80er. Eigentlich alles. Alles. Und bei euch, was ist da so? Bei mir ist es eher Rock'n'Roll. Was bei dir? Pop. 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 Pop, tatsächlich, ja. Du musst ja selber schauen. Wie viele Platten hast du schon gemacht? Oder CDs? Oder wie ich glaube, drei, glaube ich. Drei? Drei, ja. Aber ich habe nicht so viel Ahnung von Musik. Also selber Lieder schreiben und Musik machen. Ja. Aber das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Wir gucken mal. Erste Frage für euch. Ich glaube, ich sehe sie ja schon. Ich bin guter Dinge. Heinz-Rudolf Kunze singt in seinem größten Hit »Dein ist mein ganzes Herz, du gingst im Monat März, bist mein Reim auf Schmerz, trägst einen Schal aus Nerz oder führst mich himmelwärts.« Ich find's gut. Ja. Einer, ich kann ja jetzt sagen, einer im Publikum, einer hat genommen, trägst einen Schal aus Nerz. Wer war das? Ja. Das würden wir gerne wissen. Wir mal sehen. Wer war denn das? Das hat er aber mit Absicht gemacht. Ja, ich glaube auch. Claudi hat sich mit Absicht verdrückt. Aber keiner traut sich, deswegen war es ehrlich gesagt nicht mit Absicht, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Platz 23, ich sagte. Ha! Völlig genau. Aber weißt du, das sind so junge Menschen. Das ist zu lange her. Wie kommst du denn darauf, wenn ich mal fragen darf? Ja. Wobei, ich weiß, warum du das gemacht hast. Wir haben ja vor der Sendung ein bisschen miteinander gesprochen. Nein? Willst du nicht? Doch, alles gut. Du hast ja am Anfang der Sendung gesagt, also ich bin Single und ich suche jemanden. Kann man so sagen? Ganz kurz mal, wie sollte er sein? Ich nehme alles natürlich, geht an mich, ich gehe halt es dann weiter. Ja, dunkle Haare, dunkle Augen, nett,
groß, charmant, Hamburger. Lieb, nett, lieb, ehrlich. Nett. Ja, ja. Ich glaube, du wirst Single bleiben. Das sind so hohe Ansprüche an Männer. Hey, das gibt's doch alles gar nicht. Aber was dort kommt, leiten wir an dich weiter. Ja? Bin mal gespannt. Ja. Also, jetzt machen wir es mal. Du hast sofort natürlich, bist mein Reim auf Schmerz genommen, haben 84,1% auch genommen von Team Deutschland. Ihr habt es natürlich auch genommen. Wer könnte es singen? Nee. Na komm, jetzt. Nein, jetzt also ist aber jetzt, mal gut, Herr Wiener. Aber bei der ersten Frage schon finde ich super, dass du das jetzt mal anstimmen wolltest. Die Dame auf 23 vielleicht. Das, mit Nerz darf sie auch. Also, okay. Nein, ist richtig. Ja, du bist mein Reim auf Schmerz. Ende 85 veröffentlicht, erreichte 86 dann die Top 10 und auch heute noch hofft im Radio zu hören. Zweite Frage lautet für euch, wer das Musikinstrument Cajon spielt, der haut auf eine Kiste, bläst in ein Rohr, zupft an einem Draht oder drückt Knöpfe und Tasten. Ein Gefühl, sehr. Da habt ihr ein bisschen überlegt, du eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht, nee, aber sicher ist man sicher nie. Ja. Aber ich habe eine sehr starke Vermutung. Haut auf eine Kiste hast du genommen, hat Team Deutschland auch mehrheitlich genommen, allerdings nur mit 36,1%. Reicht dir aber, ne? Reicht mir. Ihr habt lange überlegt. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, das geht auf Jörns Kappe. Ah, alles gut, wir sind also, wenn es richtig ist, dann war ich's und wenn es falsch, dann er. Wie im Leben halt. Einfaches Prinzip. Gut. Haut auf, okay. Eine Kiste habt ihr auch genommen. Wir haben einen Fotobeweis. So sieht es aus und dann werdet ihr sagen, ja klar, haben wir auch schon gesehen. Aha. Momentan sehr überall sehr angesagt. Eine Kiste, auf die getrommelt wird. Läuft. Letzte Frage, Musik und Hits. Wer stand mit Friends 2018 fünf Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts? Chocolat, Candy, Marshmallow oder Gummy Bear? Diesmal hast du dir Zeit gelassen. Ja. Ja. Aus gutem Grund. Aber du musstest dann ja doch. Was hast du genommen? Ja, das wird man sehen. Ja. Wir gucken mal, was er genommen hat. Nach einer kurzen Pause, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Sophia Thomalla und Jörn Schönfunk gegen Thomas Weinkötter und Team Deutschland. Es geht immer noch die Frage Friends 2018. Fünf Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Was hast du genommen? Ich habe Candy genommen. Okay, haben 22% auch genommen von Team Deutschland. Aber Marshmallow haben 47,5% genommen. Was macht? Finde ich überzeugend und nehme das auch. Gut, dann darfst du dich umentscheiden. Ihr habt das sofort gewusst. Gewusst, wir haben es zumindest genommen. Aber wenn man... Man muss ja dann auch durchziehen. Ja? Muss man durchziehen. Aber schöner ist ja, wenn man etwas nimmt, weil man weiß, dass es richtig ist. Unser Gefühl war sehr sicher. Aber kein Wissen. Ist auch Macht. Aber macht meistens gar nichts. Nur hier macht es was, wenn man es nicht weiß. Ja. Aber was wollt ihr auch machen? Ihr müsst ja dabei bleiben. Marshmallow ist richtig. Jawohl! Und damit das perfekte Spiel. Sowohl von euch als auch von Team Deutschland. Das Geld ist brav aufgeteilt worden. Jeweils 1.500 Euro. Team Deutschland und Thomas dürfen wählen. Drei Kategorien. Computerspiele. Nimmt leider wieder keiner. Brisant. Das heißt Boulevardthemen oder Geschichte. Zeug der Zeit. Alles ganz schlecht. Ja, ja. Ihr wollt am besten wäre Computerspiele. Dann bin ich ganz weit vorne. Also für die Unterhaltung würde ich brisant nehmen. Du hast Zeugen der Zeit genommen. Ich denke, es wird brisant. Es wird brisant. Okay.
Verfolgt ihr das, was über euch so geschrieben, gesagt wird, oder sagt ihr, das geht uns so am allerwertesten vorbei? Da wäre ich ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Ja, also man kommt ja quasi nicht drum herum. Ja. Ja, aber man hat irgendwann ein dickes Fell. Und dann ist es okay. Dann ist es auch vorbei. Ja, ja. Genau. Brisant. Erste Frage. Wer feierte gestern als Überraschungsgast den 28. Geburtstag seiner Freundin Lena Meyer-Landrut? Schlagerstar Vanessa Mai, Autorin Charlotte Roach, Schauspielerin Caroline Herfurth oder Tennisstar Sabine Lisicki? So. Ich merke, Thomas, das sind genau deine Fragen. Ne? Absolut. Das ist auch genau meine dein Ding. Ja. Was hast du genommen? Schlagerstar Vanessa Mai. Ja. Gründe dafür habe ich keine. Keine. Vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, dass Team Deutschland das mehrheitlich auch genommen hat. Ja. Mit 48,4%. Und die wissen das. Du kannst dir trotzdem was anderes nehmen. Nein, da bin ich mir relativ sicher, ja? Dass die Brisant-Zuschauer das wissen und. An mir geht das leider meist vorbei. Ich nehme das. Okay, dann lassen wir das so. Und ich sehe so ein leichtes Blitzen in den Augen von Sophia. Du hast es gleich gewusst, ne? Mhm. Ja. Ja. Ich mag Lena Meyer-Landrut sehr gerne und habe es zufälligerweise auch gesehen. Und deshalb habt ihr was genommen? Charlotte Roach. Ja. Man denkt ja erst, wenn man das hört, die beiden, ob die was. Aber die sind wirklich sehr, sehr gut wohl miteinander befreundet und haben sich überraschend in Spanien zum Geburtstag getroffen. Und deshalb gehen diese 1.000 Euro für diese Frage komplett an Sophia und an Jörn. Das ist richtig. Charlotte Roach und Lena Meyer-Landrut haben zusammen gefeiert. Dann spielen wir die zweite Brisant-Frage. Was zeigt das aus 9 einzelnen Bildern zusammengesetzte Werk, das Banksy offenbar als Straßenverkäufer in Venedig anbot? Ein Urwald, eine Müllhalde, ein Kreuzfahrtschiff oder die Berliner Mauer? Gut. Hast du es verfolgt? Nein. Du hast die Müllhalde genommen. Ja, weil ich der Meinung bin, es passt vielleicht am besten zu ihm. Oh, okay. 36% folgen dir. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass das alles nicht so richtiges Wissen ist, sondern auch viel Raten dabei ist. Urwald ist raus, Kreuzfahrtschiff und Berliner Mauer sind ungefähr fast gleich auf. Mit 25% und 31%. Bleibst du bei der Müllhalde? Ja. Gut. Was glaubt ihr? Bei uns war auch, glaube ich, eher so ein bisschen geraten. Ich weiß aber, dass Banksy immer gerne auch politisch angehaucht ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur ein Werk zusammenstellt, um eine Müllhalde zu zeigen. Deswegen. Mhm. Gut. Deshalb habt ihr die Berliner Mauer genommen. Ja, da wir aus Berlin kommen. So gesagt. Ja. Ja, alles auf eine Karte. Faszinosum, Banksy. Keiner weiß eigentlich, wie er wirklich aussieht, ob es ihn gibt, in welcher Form es ihn gibt, wie er sich das zusammensetzt. Das ist bei mir auch so ohne Maske. Du bist ganz anonym unterwegs. Ja. Gut, aber du hast recht, politisch. Auch immer ein bisschen Protest dabei. Ich gehe mal zu meiner Freundin. Ja, aber das. Ja. Was hast du genommen? Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff? Ich hab's geraten. Ach, geraten? Wir haben eine Auflösung. Ja? Guck mal. Da, hinter der Zeitung, da soll er angeblich sitzen. Obwohl es auch. Das könnte ein Fake sein. Man weiß es nicht. Man weiß eben nicht, wie er aussieht. Aber es ist ein Protest natürlich in Venedig. Da wird alles kaputt gemacht. Natürlich größtenteils durch den Tourismus und auch durch die Kreuzfahrtschiffe. Und das ist seine Form des Protests gewesen. Und tatsächlich ist richtig deine Antwort. Die Kreuzfahrtschiffe. Ja. Hochpolitisch. Aber ob er es wirklich war hinter der Zeitung, man weiß es nicht. Und damit Team Deutschland bei Brisant heute nicht so doll.
Nee, nicht so doll. Ist auch nicht so. So deins. Aber Sendung. Team Deutschland, normalerweise sind die ja gut. Letzte Frage, brisant. Welches Lied feiert nach Jahrzehnten dank der Polit-Affäre ein unverhofftes Comeback in Österreich? Vamos a la Playa, Macho Macho, We are going to Ibiza oder Power? Das war schon Video-Affäre. Ja, genau. Das hast du. Das war in Ibiza. Ja, okay, dann nimm's. Ich wusste nicht, wo es war. Das ist in Ibiza. Was mit Russland zu tun hat. Gut, also wenn diese gesamte Affäre überhaupt irgendetwas Gutes für die Musik gehabt soll, dann vielleicht das. Also du hast relativ schnell dich für... Ja? Zwei konnte ich, glaube ich, ausschließen. Das waren Macho Macho und The Power. Blieben die anderen beiden. Der Bezug zu Ibiza. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist es. Team Deutschland ist auch mehrheitlich genommen mit über 50%. 55,9. Ihr auch. Ihr strahlt so. Die Wanker Boys tatsächlich wieder eingestartet in den Charts. Auf Nummer 1 sogar in Österreich. Wahnsinn. Wir hören mal rein, so klingt's. Die niederländische Eurodance Band tatsächlich wieder auf 1 in Österreich, ob des Videos, was ja auf Ibiza entstanden ist. Also, richtig, und damit teilen wir das Geld und damit hat Team Deutschland nochmal 500 Euro bekommen. Und der Kontostand besagt 2000 für Team Deutschland und Thomas und 3000, jawohl, für Jörn und für Sophia Tomala. Jetzt 2000. Und ihr wählt. Mhm. Das ist eine gute Entscheidung. Ja, mal erst mal gucken, was kommt. Aus dem Leben, die 90er oder Macht und Geld? Mhm. Ist so ein Verstehen zwischen euch, da reicht so ein leichtes Nicken. Schon. Wird schon. Ja? Aus dem Leben. Da guckst du so, wie brisant oder was? Ach, wäre nicht meine Wahl gewesen, aber... Das wussten wir. Was wäre deine Wahl gewesen? 90er? Macht und Geld. Übrigens, dein T-Shirt finde ich sehr gut. Ja. Ja, wer braucht das nicht? Aus dem Leben, erste Frage. Was macht man normalerweise mit einem Pareo? Man wickelt sich das Ding um die Hüften, man wirft es sich gegenseitig zu, man kann damit den Boden wischen oder eiskalt essen. Was ist das? Aber ich finde, dass da einige Antworten schließen sich ja gegenseitig nicht aus. Ne? Also, was meinst du? Ja, ich habe mich entschieden für um die Hüfte wickeln. Ja. Das könnte aber auch jede der anderen Möglichkeiten sein. Aber ich glaube, du siehst gleich ganz entspannt aus. 80,9% sind bei dir. Hey, hey. Hey. Aber es, das, was man sich um die Hüften wickelt, dabei kann man auch einen Boden wischen. Also ist ja nicht. Jörn war's. Ja, ich war's. Ey, ich gebe alles zu. Okay, können natürlich. Jörn war's. So, Jörn, dann erzähl doch mal. Ich weiß ja, wer das Finale macht. Ja, ist das schön. Was ließ sich denn glauben, dass man dabei den Boden wischen kann? Das hörte sich so nach Haushalt an. Ja. Das sind diese großen, bunten, leichten Tücher, die man sich locker mal um die Hüften wickeln kann. Und hinterher kann man dann wahrscheinlich auch den Boden wischen. Aber primär sind sie dafür da, um sie um die Hüften zu wickeln. Deshalb Team Deutschland hat hier recht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was bezeichnen Italiener als Schnecke und Tschechen als Rollmops? Prozentzeichen, das Ad-Zeichen, die Raute oder das Paragraphenzeichen? Das hier. Muss auch sein. Wobei, ich glaube, das kann man auch in 10 Sekunden ganz gut ausschließen, ne? Was meinst du? Also ich habe mich für das Ad-Zeichen entschieden, weil es optisch halt die größte Ähnlichkeit zu einer Schnecke hat. Das würde ich nicht nehmen. Dann bleibe ich dabei. Du kannst dich umentscheiden. 86,8 folgen dir. Wobei ich finde Rollmops eigentlich eine wunderbare Bezeichnung für so ein Zeichen. Ne? Ja.
Ihr habt es auch genommen. Mhm. Aus den wahrscheinlich identischen Gründen. Aus völliger Überzeugung, genau. Mhm. Diesmal war ich's, war ich's. Aber nur, wenn es richtig ist. Nur, wenn es richtig ist. Ich kann eigentlich, freisprechen ist ganz schlecht bei mir. Ich lerne meine Texte immer auswendig. Ach so, und deshalb hast du... Daher ist das schwierig, ja. Aber ich finde so die Bezahlung, wenn du in Zukunft so Internetadressen machst, was weiß ich, deinen Namen so, Pilava, Rollmops, das ist gut, ne? Rollmops, wie als Zeichen wunderbar, viel besser als Ed. Ist aber richtig, natürlich, Rollmops oder Schnecke, das Ed-Zeichen. Übrigens... Was glaubt ihr, wie alt das Ed-Zeichen ist? Habt ihr eine Vorstellung? Was glaubst du? Du bist ja... Das Ed-Zeichen, ja, mit der Einführung der E-Mails Anfang 90er, Ende 80er. Anfang 90er, Ende 80er? Ich würde sagen, es ist früher. Gab es schon ein bisschen früher. Ja, ja. Ja, aber im Bezug auf was denn? Hm. Wenn nicht auf E-Mails. Hm. Also tatsächlich, das ist ein altgriechischer Buchstabe, ja? Den haben die irgendwo gefunden und gesagt, das wird jetzt das Ad-Zeichen. Das wird das Ad-Zeichen. Das wird er sehen, das ist genauso gelaufen. Ja. Du, tatsächlich für elektronische Post, das erste war so 1971 dafür auf festgelegt. Ah, doch. Ja? Schon eine ganze Zeit her. Ne? So. Okay, wir spielen letzte Frage aus dem Leben. Einen Pfandbon für Flaschen, den man am 24. Mai 2019, also heute, erhalten hat, den darf man laut BGB bis zu welchem Datum einlösen? Bis zum 30.11.2019, bis zum 30.12.2019, bis zum 23.05.2020 oder bis zum 31.12.2022? Ja. Wow. Du sagst 23.05.2020, meint Team Deutschland auch. Gut. Was lässt dich das glauben? Dass es nicht zwangsläufig richtig ist, aber... aber möglich. Also ich hätte auch geliebäugelt mit dem 31.12.22, weil ein Jahr ist vielleicht auch ein bisschen kurz. Ja. Eins von den beiden. Ich bleib dabei. Du bleibst dabei. Gut. Ihr wiederum habt das genommen, was das Publikum hier auch genommen hat. Mhm. Weil der BGB auch bei Gutscheinen sagt, dass die 3 Jahre gültig sein müssen. Das ist bei Pfandflaschen bestimmt genauso. Das Schlimme ist ja nur bei diesen Bons für Pfandflaschen, die sind auf Thermopapier gedruckt, die sind ja vergilbt nach einem Jahr. Musst du aufpassen. Ja. Nichts mehr drauf hier. Gut. Woher weißt du oder glaubst du sowas zu wissen? Das mein bester Freund ist Anwalt. Und da redet ihr über Pfandbons? Öfter als du denkst. Ich hab gedacht, jetzt kommt mein bester Freund und sammelt Platten. Ja, genau. Du, worüber reden wir heute mal? Lass uns mal über Bons reden. Ja. Ja, haben alle Themen durch. Es ist tatsächlich so, dass die Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt, laut BGB. Und die Verjährungsfrist immer zum letzten, also zum Jahresende beginnt. Und damit habt ihr im Gegensatz zu Team Deutschland recht. Und bekommt 2.000 Euro. Damit haben wir 5.000 Euro für Thomas und Team Deutschland und 6.000 Euro für Jörn und für Sophia. Schön, ich stelle mir das so vor, wie man sich dann abends wieder dann sitzt bei so einem Bierchen und sagt, erzähl mal was Neues aus dem BGB. Team Deutschland wählt zusammen mit Thomas zwischen Bücher und Wörter, Sport und Freizeit und im Labor. Ich würde mich so über im Labor mal freuen. Oh, Gottes Willen. Ich auch. Was? Na, ja. Ehrlich? Ja. Warst du da so ganz gut in der Schule, so in Chemie und sowas? Ja, ich hatte so eine 2. Eine 2 war ganz gut. Sicheres so. Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Fand's, obwohl ich es relativ logisch fand. Okay. Ja, aber auch das einzige Fach. Wie war es bei dir mit Naturwissenschaften in der Schule? Gottes Willen, Sprachen war eher meine Stärke, wenn es eine gab. Ne? Wenn es aber alles, was so Biologie, Chemie, Physik, boah, Lernfächer, ne? Und wie ist mit Sport und Freizeit? Immer gut. Freizeit habe ich viel, Sport. Freizeit sind wir am besten. Das mache ich gerne. Was machst du für Sport? Ich laufe tatsächlich sehr viel. Ich bin jetzt nicht so der Gewichte. Also richtig Ausdauersport und richtig Joggen. Oh, boah. Gut.
Unangenehm. Ich finde es, also es gibt ja immer Leute, die sagen, man muss es nur lange genug machen, irgendwann wird man frei im Kopf und kriegt Glückshormone und sowas. Ich werde nur aggressiver, je länger ich laufe. Bei mir kann passieren. Machst du Sport? Nicht mehr, so richtig viel. Mhm. Auch aus Zeitmangel und einigen Sportunfällen. Durch zunehmende Ungeschicklichkeit, durch zunehmendes Alter habe ich das ein bisschen reduziert. Gut. Okay. Also, Thomas, los geht es. Sport und Freizeit. Was macht man beim Jogging-Trend Plogging, während man läuft? Den Rasen mähen, Bäume pflanzen, Müll aufsammeln oder den Kinderwagen schieben? Das gibt's nicht, weil wir sonst haben. Ich kenne es nur mit Spazieren. Ja, könnte das gehen. Irre. Du hast genommen, Kinderwagen schieben. Ja. Sieht man immer häufiger? Ich habe es mal irgendwo gesehen, meine ich, ja, dass Leute beim Joggen ihren Kinderwagen schieben. Mhm. Ich hätte sonst noch eine Vorliebe gehabt für Müll aufsammeln. Auch das kann ich mir vorstellen, ja, auch wenn es absurd klingt. Die anderen beiden hätte ich für mich eher nicht genommen. Gut. 36,1% folgen dir und 61,7% haben Müll aufsammeln genommen. Dann würde ich das auch tun. Das finde ich ja feige jetzt. Ja. Finde ich auch Mehrheit schwimmen. Das war unsere erste Vermutung. Aber tatsächlich. Wir glauben es ehrlich gesagt, dass es nur gibt, wenn man spazieren geht. Ja, wenn beim man spazieren Joggen. Ja. Ich stelle mir das auch so gerade vor, man läuft und sammelt Müll auf. Wohin damit? Ja, da hast du die Tüte auf dem Rücken und so. Mhm. Also, deshalb habt ihr auch Kinderwagen schieben genommen. Das, was Thomas auch erst hatte. Ihr habt leider nicht die Möglichkeit, euch umzuentscheiden. Deshalb müsst ihr dabei bleiben. Das Wort Plogging ist eine Mischung aus Joggen und Plocker. Plocker ist schwedisch und heißt so viel wie etwas aufheben. Ah. Und tatsächlich sind es die Leute, die Müll sammeln beim Joggen. Das erste Der Gefühl. Trend entstand tatsächlich in Schweden. Ein Umweltaktivist hat es dort erfunden. Und Thomas ist dankbar, dass er jetzt hier Team Deutschland hatte und ihr ärgert euch. Sophia war's. Der Jörn, es ist immer dasselbe. Aber ihr wart knapp davor. Ja, wir waren knapp davor. Wir waren knapp davor. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ne? Gut. Ja, 6.000 immer noch, 7 sind's da. Wir haben die nächste Frage. Mhm. Und zwar möchte ich von euch wissen. Das Relegationsspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin endete gestern 2:2 unentschieden. Wobei das Spiel zu spät begann, Stuttgart zweimal führte, Union mit 0:2 zurücklag oder Gomez 2 Joker-Tore schoss. Das oder das? Ich weiß, dass ich zum Schluss noch hänge. Macht was. Ah! Ihr habt doch auch noch den Joker. Mann, ja. Ach, stimmt. War wieder vergessen. Ah. Gut. Ah, aber ist richtig. Keine Sorge. Fangen wir erstmal. Oh. Sie machen mir Angst. Sie machen mir extreme Angst. Thomas. Ja, sonst für Fußball immer zu haben. Gestern Abend leider nur auch auf dem Handy verfolgt. Meine aber doch zu wissen, dass Stuttgart sowohl 1-0 als auch 2-1 geführt hat. Somit 2-0 in Führung. Immer zurückkam. Jetzt kommt ihr doch aus Berlin. Hertha oder Union? Ich komme auch aus Köpenick. Fußball nicht so dein Ding? Nee, gar nicht. Deins auch nicht? Doch, total. Und ich habe tatsächlich auch gestern wieder online geguckt, aber ich habe nur gesehen, dass Union zum Schluss dann noch den Ausgleich schoss. Aber ich dachte, sie würden mit 0:2 zurückgehen. Gut. Es ist falsch, ne? Wir haben es falsch. Also für euch leider, für Thomas jetzt, ja. Ist richtig. War wirklich so. Zweimal lagen sie zurück. Und kamen jeweils zurück. 2:2. Und da war es auch wieder dein erstes Gefühl. Mensch. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir haben erstens noch genug Geld im Pott und haben gleich die nächste Frage. In welcher Sportart kamen bei Weltmeisterschaften der Männer die Sieger bislang immer aus Europa? Beim Skispringen, beim Volleyball, beim Handball oder beim Eishockey? Also die Sieger bei Weltmeisterschaften immer aus Europa. Sicher. Ich dachte. Wir müssen Joker nehmen. Ja, stimmt, hätten wir machen können.
Das ist eine Sache zwischen uns beiden. Oh. Mische ich da nicht ein, Jörg. Doch, gleich. Ich würde so gerne sofort die einmischen, aber dann verraten wir zu viel. Wir vergessen gleich tatsächlich kommt das bei jeder Frage, dass wir den Joker haben. Ja. Na ja. Was meinst du? Oh. Ja, ich habe mich für Handball entschieden. Mhm. Eishockey kann man, glaube ich, ausschließen, da Kanada sicherlich mal Eishockey-Weltmeister war. Volleyball, sehr stark im asiatischen Raum auch verortet. Skispringen wäre die Alternative zu Handball gewesen. Ja. Aber auch da will ich nicht ausschließen, dass mal ein Japaner oder sonstiger Landsmann vorne lag. Deshalb Handball. Das ist ganz interessant, weil Team Deutschland wahrscheinlich genauso gedacht hat wie du. Deshalb gibt es zwei Antworten, die extrem viel genommen wurden und die fast gleich auf sind. 42,5% haben Handball genommen und 38,9% Skispringen. Jo, was mach ich nu? Was machst du nun, ne? Handball oder Skispringen? Allen und ich gebe dir jetzt noch eine Hilfe. Ja. Es ist Handball oder Skispringen? Danke. Die Frage ist natürlich, seit wann gibt es Handball-Weltmeisterschaften? Was da so 1920, 10, ich weiß nicht, seit wann Handball gespielt wird, möglich war, kann ich natürlich auch nicht sicher sagen. Eieiei, ich bleib beim Handball. Bleibst beim Handball? Mhm. Seit 1900, in den 30er Jahren gibt es Handball-Weltmeisterschaften. Deshalb bleibst du beim Handball. Ihr habt auch Handball genommen. Ja, wir haben diesmal auf unser Bauchgefühl gehört, was auch bei den anderen zwei Fragen immer die richtige Antwort erst war. Mhm. Ja. Deswegen haben wir jetzt... Habt ihr ein gemeinsames Bauchgefühl gehabt? Jetzt schon, ja. Das ist schön. Das ist ja so schön. Diese Sendung verbindet ganz Deutschland und uns beide. Das ist wirklich schön. Stell dir mal vor, wenn das jetzt noch richtig wäre... Dass das über das Bauchgefühl aussagt. Vollkommen sicher ist das. Wenn Sie das schon so sagen, dann ist das auch richtig, Herr Pinawa. Ja? Meinst du? Wenn Sie schon so quatschen, dann 100%. Wenn Sie schon so quatschen. Eishockey hast du gesagt. Kanada. Ich glaube, die haben ja über. Ja, oft. Fast 30 Mal die Weltmeisterschaft geholt. Volleyball natürlich nicht nur aus Europa. Da gibt es andere Nationen, die auch ganz, ganz stark sind. Skispringen und Handball sind die beiden. Jetzt gibt es aber eine Nation, die war später in den 90er Jahren ganz, ganz stark. Die Japaner. Und die waren ganz stark im Skispringen. Deshalb ist Handball richtig. Jawohl. Wir sind zurück. Ja. Ja. Wir sind back on track. Also super. Dieses Bauchgefühl. 10.000 Euro für Team Deutschland. Sophia und Jörn, 7.000 Euro. Und jetzt gibt es eine Kategorie von mir. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich habe nächtelang kaum geschlafen, weil ich wusste, ihr kommt. Ich habe mich für Europa entschieden. Mhm. Ich habe deshalb Europa genommen, weil wir am Sonntag alle wählen gehen, die noch nicht gewählt haben. Habt ihr schon gewählt? Claro. Sí, claro. Briefwahl. Und du schon? Briefwahl. Auch Briefwahl? Ja. Sag mal, ich finde das so toll, so in die Wahlkabine zu gehen. Keine Zeit. Ihr seid so beschäftigt? Gut. Europa. Die erste Frage. Wo wurde das für die europäische Geschichte bedeutende Schengener Abkommen unterzeichnet? In einem Kloster in den Vogesen. Auf einem Fahrgastschiff auf der Mosel. In einer Burgruine am Rhein. Oder in einem Weinkeller in der Eifel. Ich finde das aber bei euch toll, dass ihr bei eurem Bauchgefühl immer wieder vergesst, auf den Buzzer zu hauen. Ja, warte mal ganz kurz, woher wollen Sie denn wissen, dass wir das nicht wussten? Genau, nur weil wir in Slow Motion gedrückt haben. Wir haben sogar gleichzeitig gedrückt. Das war fast romantisch, ja. Das ist immer... Ben, wie... Es ist so schön mit euch. Das ist Dolby Surround. Oder? So, Thomas, du warst dir ziemlich sicher, ne? Ich war mir relativ sicher, weil so kurz vor der Sendung versucht man noch so ein paar Wissenslücken zu schließen. Ja. Und dann kommen Sie auf und rein zufällig Abkommen. Meine ich, dass diese Frage mir über den Weg gelaufen ist. Ah!
Du hast das Fahrgastschiff auf der Mosel genommen. Das haben aber nur 21% von Team Deutschland genommen. 37,7% haben das Kloster genommen und 29% haben die Burgruinen genommen. Was machst du denn jetzt? Ich bleib beim Fahrgastschiff. Mhm. Boah. Boah. Mutig. So, jetzt möchte ich nochmal auf eure Gefühle ansprechen. Ja. Bitte. Naja, also das Schengener Abkommen ist noch nicht so alt, dass man das jetzt in einem Kloster, in einer Burgruine oder im Weinkeller abhalten hätte müssen. Deswegen ist für uns ganz logisch das Fahrgastschiff auf der Mosel die richtige Antwort. Du guckst mich jetzt so an, so nach dem Motto, ich muss jetzt ich gucke, ob ich mir ganz sicher bin. Nee, es war der 14. Juni des Jahres 1985. Da wurde dieses für Europa so wichtige Abkommen unterzeichnet. Und es wurde da unterzeichnet, wo es 17,9% der Menschen im Publikum nicht gesehen haben. Also die wollten es im Weinkeller. Es war aber tatsächlich auf einem Fahrgastschiff auf der Mosel. Später schipperte dann das Boot als MS Regensburg auf der Donau. Es lag fest vor einem luxemburgischen Winzerdorf, festgemacht, und dort wurde es unterzeichnet. Damit haben wir 12.500 und 9.500 Euro auf dem Konto. Und 10.000 haben wir noch. 5.000 hierfür. Was ist nicht nur in Skandinavien als Beilage zu Fleischgerichten beliebt? Norwegisches Ventilatorgemüse, finnischer Heckenbrei, schwedische Fächerkartoffeln oder dänische Pyramidenfritten? Ihr müsst was nehmen. Achso, habt ihr schon. So, Thomas, wie bist du so am Herd? Essen tue ich gerne am Herd. Ist nicht so meine ganz große Stärke. Gut. Du hast dich für die dänischen Pyramidenfritten entschieden. Ja, Fritten würde man ja eigentlich Richtung Belgien, Niederlande verorten. Ja. Ich habe die beiden norwegischen und finnischen Spezialitäten habe ich für mich ausgeschlossen. Und dann, wie das so ist bei 50-50 zwischen den schwedischen Fächerkartoffeln und den Fritten. Ich würde es den Dänen zutrauen, dass sie eigene Fritten haben. Okay. Das glauben auch 10% von Team Deutschland. Das ist nicht so viel. Nein. Aber die schwedischen Fächerkartoffeln, das glauben 79,5%. Das ist viel. Lass mich mal raten, was du jetzt machst. Bleib dabei. Ja, er bleibt. Komm, du bist doch ein Quisser, der vorher geübt hat. Also fast 80% ist schon eine Marke. So, wer von euch war das mit dem norwegischen Ventilator? Platz 23 vielleicht. Ralf. Wer ist Ralf? Ralf. Ja, Mensch, Ralf. Schön, dass du bei uns bist. Hi. Ist das, darf ich fragen, die Lebenspartnerin? Ja. Gut. Wer kocht denn bei euch? Der Pizzablitz. Ist alles besser, als wenn du es machen willst. Also norwegisch Ventilator. Was hast du da? Ich will wissen, was hast du gedacht, was das sein könnte? Ich fand das ganz gut eigentlich. So geschleuderter Salat, so wie so. Das, ja. Ja, genau. Man kann die Gurke so im Ventilator halten. Zack. Ich muss dich leider enttäuschen. Gibt es noch nicht, aber wir werden es erfinden. Weil ich finde, das braucht die Nation noch. Norwegische Ventilatorgemüse. Richtig sind aber tatsächlich das, was ihr auch genommen habt. Die schwedischen Fächerkartoffeln. Natürlich. Damit teilen wir 5.000 Euro. Haben 12.000 Euro schon auf dem Konto von Fiat Tomalla und von Jörn Schönfunk, und bei euch sind es 15.000 bei Team Deutschland. Und wir haben eine einzige Frage noch. Wenn ihr die jetzt richtig macht und Team Deutschland falsch, führt ihr. Und ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen, wer gleich das Finale spielt. Haben wir schon entschieden. Was? Nö. Nicht gesehen? Nö. Das, ich freue mich da so drauf gleich. Letzte Frage, Europa. Zu welchem europäischen Staat gehören die karibischen ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao?
Zu den Niederlanden, zu Spanien, zu Portugal oder zu Großbritannien? Scheiße. Ja, ja. Zu den Niederlanden. Gut. Meinen 55,7% auch. Sophia versteckt es gerade hinter den Haaren so. Also. Wir haben Darf Wasser. Ich euch mal nur eine Frage? Wasser. Ihr habt nicht einmal den Joker genommen. Ja, ich weiß auch nicht. Wir denken immer, da kommt noch eine schwierige Frage. Und noch das war die letzte. Ach so. Ach, ja, ja. Sie verstehen jetzt, warum er das Finale Nein. spielen sollte. Nein, das ist noch nicht ausdiskutiert. Das klären wir noch. Gut, also Niederlande habt ihr nicht genommen. Sondern Der Jörn hat's nicht genommen. Ich bin schuld wieder. Gut. Otto Maler hätte es natürlich sofort genommen, aber der Jörn wollte wieder mal Großbritannien. Oh, so. Shit. Erzähl uns was dazu. Du weißt ja was bestimmt. Du warst ja, ich weiß im Wesentlichen, was wichtig ist, dass es eindeutig zu den Niederlanden gehört. Vor der Küste Südamerikas liegt. Genau. Ich glaube, vor Venezuela. Genau, direkt vor der Küste von Venezuela. Stimmt alles. Und Niederlande ist auch richtig. Das stimmt. Und kein Buzzer gedrückt. Ja, blöde, ne? Nee. Oh, aber wir haben 20.000 Euro auf dem Konto für Team Deutschland und sehr gute 12.000 bei Sophia Tomala und bei Jörn Schwimmfuchs. Er hat sich gerade dazu bereit erklärt, das Finale zu spielen. Hat er wirklich gesagt? Ja. Hat er. Ja. Kannst du es nochmal laut sagen? Ich habe mich dazu entschieden, das Finale zu spielen. Oh, wie schade. Darf ich da drüben? Ja. Genau. Du kannst die Waffe Aber jetzt wieder halten wegnehmen. Fest, kommst noch mal wieder, um dann das Finale zu spielen. Natürlich. Gut, bitte dort Platz nehmen, nicht vorsagen. Ein Männerfinale zwischen Jörn Schlönvogt und Thomas Weinekötter. 60 Sekunden hat jemand, Finale. Thomas darf beginnen, weil mehr Geld auf dem Konto ist. Und sobald ich lese, beginnt die Zeit zu laufen. Thomas, eine Schwalbe macht sprichwörtlich noch keinen Sommer. Das stimmt. Friedrich Schiller verfasste die Tragödie Die Jungfrau von Orléans. Das stimmt. Taschenmesser oder Fernglas? Was ist ein Feldstecher? Fernglas. Auch das ist richtig. Welcher Schweizer Ort ist die höchstgelegene Stadt Europas? Weiter. Stopp. Davos. Kurze Pause. Da sind wir zurück mit dem Finale. Bis gleich. Davos. So. Wir sind zurück. Ein Finale steht an. Ein Männerduell für Team Deutschland. Unser Teamkapitän Thomas, der gut vorgelegt hat. Er hat noch 40 Sekunden auf der Uhr. Hat in den ersten 20 Sekunden 3 richtige Antworten gegeben. Jörn ist dran. Du wirkst relativ entspannt. Das täuscht. Ich habe halt sehr viel Erfahrung in Quiz-Sendungen und da weiß ich, ich muss jetzt erstmal ruhig bleiben. So tun als ob. Ja. 60 Sekunden. Bitte. Du kannst sofort Stopp sagen, wenn du sagst, das ist nicht meins, dann geht das Antwortrecht rüber zu Thomas mit einer neuen Frage. Und nicht den Buzzer drücken, stimmt's? Kannst du, bringt dir nichts. Gut. Jörn, los geht's. Spricht man von Fuchs, Rappe und Brauner, ist von welchen Tieren die Rede? Fuchs, Rappe, Brauner. Weiter. Stopp. Pferde. Nee, keine Ahnung. Da entschuldige ich mich. Nein, musst du nicht. Thomas ist wieder dran. Mhm. Welche englische Königin wurde heute vor 200 Jahren geboren? Victoria die Erste. Das stimmt, Victoria. Wie viele Monate im Jahr haben mindestens 30 Tage? 6. Nein, mindestens 30 Tage. Fiese Frage. Man denkt ja, nee, es sind tatsächlich 11. Ja. Das ist manchmal bei der Formulierung, das war, muss ich sagen, war gemein. Februar nicht, aber sonst alle. Toll. Jörn. Ja. Ich möchte wissen. In welchem Jahr wird die nächste US-Präsidentschaftswahl stattfinden? 2020. Das ist richtig. Das Biermischgetränk Radler ist im Norden nach welchem Hamburger Fluss benannt? Nach der Elbe? Nein.
Ja, woher soll er das denn wissen? Der Arme. Also, wir müssen verstehen, man hat immer nur wenig Momente im Leben, wo man Fernsehgeschichte schreiben kann. Ja. Das war so ein Moment. So ist es. Also, die Alster, Alsterwasser. Ach. Ist nicht schlimm. Thomas, weiter geht es. In welcher Krankenhausserie praktizieren die Ärzte Dr. Brentano und Dr. Hoffmann in Leipzig? Ja, weiter. In aller Freundschaft, Jörn ist dran. Ich hätte es gewusst. Zu den weltweit bekanntesten Pianisten gehört der Chinese Lang. Mang. Lang, Lang. Ah. Da ist doch vorne wie hinten. Stimmt. Thomas. Ja, kann ich deine Fragen haben? In welcher Sportart ist Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft? Fußball. Das stimmt. Welchen Ausdruck aus der Pflanzenwelt benutzt man umgangssprachlich für eine gefälschte Banknote? Blüte. Das stimmt. In welcher Stadt steht die für die größte muslimische Wallfahrt bekannte Kaaba? In Mekka. Das stimmt. Welche Schauspielerin ist die Tochter von Hollywoodstar Goldie Hawn? 7 richtige, 32 Sekunden noch. Jörn ist dran. Welche Farbe hat das überholende Fahrzeug auf dem Verkehrsschild für Überholverbot? Schwarz. Nein, rot. In welchem Bundesland liegt Neubrandenburg? Ich bin dran? Ja. Brandenburg. Nein, Mecklenburg-Vorpommern. Asterix oder Obelix, welcher Comicheld ist der Lieferant für Hinkelsteine? Kruzifix. Obelix! Welcher Norweger erreichte 1911 als erster Mensch den Südpol? Lindeström. Roald Amundsen, die Zeit ist um. Thomas gewinnt 20.000 Euro. Komm her. Glückwunsch, das heißt 15.000 für dich, 5.000 Euro werden ausgespielt, 10x 500 Euro werden eingeblendet. Das war sehr schön, Jörn. Sehr schön. Ich wusste, meine Damen und Herren, das war das Christel für heute. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Wo wir einmal drücken, ey. Du kommst wieder ins Finale das nächste Mal. Das war's, meine Damen und Herren. Montag geht es weiter, 18 Uhr, Quizduell. Wunderbar. Schönen Abend, schönes Wochenende. Tschüss, bis dann. Ich weiß schon immer, warum ich dieses Video...